patience. Prozent müssen gerettet werden, 100% schaffen wir leider nicht. Dum, dum, dum. So. Verdammte Axt. Das reicht natürlich nicht. Muss ich, ja gut, den wollte ich erwischen. Oder einen von denen, die in die Richtung gezeigt haben. Und jetzt hoffe ich, nein. Ja, der baut in die richtige Richtung, gut. Ein Knäuel. Aber geschafft. Und jetzt kann ich den hier schon wieder in die Luft jagen. Und wir haben 98% gerettet. So simpel kann das sein. We all fall down. Einer der Level, die sowohl in den Fun-Levels als auch in den fortgeschrittenen Levels vorkommt. Nur bei den fortgeschrittenen sind es weit mehr als 20 Lemmings. Und hier ist es kompliziert, weil dieser Sturz reicht schon, um die Lemmings umzubringen. Deswegen müssen wir ein bisschen warten, bis sie hier vorne ganz vorgelaufen sind. Während wir einfach ein bisschen die Musik genießen. Dum 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 dum. So, dich noch. Also da muss halt wirklich jeder von den 20 Lemmings muss sich halt selber darunter graben, damit er nicht stirbt. Denn wenn die sich runtergraben, sterben sie nicht. Graben sie sich nicht runter, sondern fallen einfach quasi da über die Ecke drüber. Sind sie alle hinüber. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, wie geil dieses Spiel ist. Es gibt eigentlich gar keine Worte, die beschreiben könnten, wie geil dieses Spiel ist. 100% gebraucht, 100% gerettet. Und wir sind dann schon in Level 14 mittlerweile. Origins and Lemmings. 80 Lemmings, 75 müssen gerettet werden. Mit einer Release Rate von 20. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Puffer. Jetzt hoffe ich nur, dass die nicht da drüber laufen können, da drüben. Auf der linken Seite. Nein, können sie nicht, gut. So, jetzt muss ich einen abkommandieren, der da eine Brücke hochzieht.
Es ist halt einfach nur so abgrundtief geil. Also ich kann wirklich nur jedem, der noch nie in seinem Leben Lemmings gespielt hat, dieses Spiel absolut wärmstens empfehlen. Denn wer dieses Spiel nicht gespielt hat, der hat auf jeden Fall einiges in seinem Leben verpasst. Oder zumindest in seinem Gamer-Leben. Können währenddessen eigentlich die Spawnrate schon mal ein bisschen nach oben ziehen. Während ich jetzt so oder so mich hier nochmal nach oben bauen muss. Falls jemand von euch früher auch ein begeisterter Lemmings-Spieler war, sei es auf dem Amiga oder irgendeiner anderen Plattform, freue ich mich natürlich immer gerne zu hören, was eure Erinnerungen an dieses Spiel waren oder an diese Spielereihe. Es gibt ja jede Menge Spin-Offs, die da rausgekommen sind. Also ich glaube, Lemmings hat die zweitmeisten Spin-Offs wahrscheinlich nach Street Fighter. Keine Ahnung, also es gibt auf jeden Fall Unmengen. Also wenn ihr Erfahrung habt im Bereich Lemmings, wäre es richtig cool, wenn ihr mir einfach einen Kommentar da lasst, in dem ihr eure Erlebnisse zusammen mit den Lemmings einfach mal mir mitteilt. Und natürlich gerne auch immer einen Daumen hoch. Das kommt immer gut an. Während wir auch diesen Level jetzt gemeistert haben. Can you do it again? For sure. Das sind immer noch die Fun Levels. So, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal einen Lemming nehmen, dem ich genau das beibringe, das Klettern. Und natürlich dann auch den Schirm in die Hand drücke. Wenn ich da schon mal wechsle. So, da darf ich schon mal durchkloppen. Auch schon mal durchkloppen. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken, wie ich das am geschicktesten einfädle. Ich glaube, ich muss ihn hier direkt an der Kante ansetzen. Gut, noch rechtzeitig erwischt. Da sind sie mir nämlich früher regelrecht durchgefallen einfach. Du hörst ja nicht auf damit. Mach schön weiter. Bau dein Brückchen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon reicht oder... Ich glaube noch nicht. Jetzt reicht's auf alle Fälle. Luftlinie, ja, reicht noch nicht ganz. Da fehlt noch ein kleines Stück.
diese Schlinge sollten sie auch nicht unbedingt reinlaufen. Denn auch das ist ihr Tod. So. Ein Klopper. Ja. Dann heißt es jetzt einfach nur noch zuschauen, Tee trinken und warten, bis auch dieser Level sich erledigt hat. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Also viele der Möglichkeiten, die wir hier haben, bleiben wirklich ungenutzt. Ja, es ist unvermeidbar. Man könnte natürlich jetzt rumexperimentieren, wie man so viele wie möglich Funktionen nutzen kann, aber ganz ehrlich, das wäre ein bisschen übertrieben. Ripple Break. Don't do anything too hasty. So. So geil. Jetzt steht der Heaven im Hintergrund. Damit man auch genau weiß, wo der Himmel ist, wenn man da schon in der Hölle hängt. Würde mich interessieren, ob jetzt in der richtigen Hölle auch so ein blutgeschmiertes Pfeilchen hängt, wonach man sehen kann, wo der Himmel anfängt. Du baust schön weiter. Hör nicht auf. Ich hab dir nicht gesagt, dass du aufhören wirst. So, jetzt dürfen wir aufhören. Und den jagen wir in die Luft. Ich hoffe, er reißt mir jetzt nichts. Da, das geht noch. Oh Gott. Ich hatte schon Angst, er reißt mir jetzt ein Stück von dieser gebauten Treppe mit weg. Aber zum Glück nicht. Und jetzt kann ich das Spawnrad auch noch komplett nach oben reißen. Jetzt ist es einfach nur noch warten, bis die jetzt alle im Ziel sind. Haben wir sie alle in den Himmel befördert. So geil. You totally stormed that level. Let's see if you can storm the next. Level 17. Immer noch ein Fun-Level.
der weitestgehend nicht kompliziert ist. Grundsätzlich. Wenn man es richtig anstellt, 40% werden gebraucht. So. Na, jetzt endlich. Unser Lehrer ist genauso blöd wie wir. So. Er wird jetzt von einigen zermanscht, aber nicht alle. Und Grundhoffnung ist, dass es 40% schaffen. Okay. Wie viel haben es geschafft? 4, 6, 8%. 10%, wow. Das war natürlich jetzt gut. Muss man einfach mal so gesagt haben. So. Na komm. Hallo. So, das ist grundsätzlich die Taktik war schon richtig. Oder sagen wir es mal so, die Taktik war gar nicht so falsch. Mein Problem war jetzt halt nur, dass die Lemmings alle zu weit voneinander getrennt waren. Deswegen wurden die halt alle. Wenn die jetzt natürlich alle in dem Pack da durchlaufen, dann sieht die ganze Chose natürlich wieder nochmal ein bisschen anders aus. Weil dann können sie es natürlich dann schon 40% schaffen. Das sieht jetzt schon einiges vielversprechender aus. Und 66% geschafft. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht da sogar eine bessere Taktik gibt. Höchstwahrscheinlich schon. Aber ja, it does the trick. Let's block and blow. So. Toll. Jetzt habe ich natürlich da ein Problem. Muss ich natürlich warten, bis die alle da sind. Weil sonst fallen die mir hier viel zu tief und verrecken alle.
Ich muss jetzt warten, bis die alle da sind. Dum, 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 dum. Hoffen, dass ich den richtigen erwische. So, und ein Finalen da drüben. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt eventuell vielleicht sogar einen Sturz von zwei, also von einen Sturz in der Höhe von zwei Stockwerken überlebt hätten. Kann ich momentan gar nicht mal so genau sagen. Aber egal, wir haben es auf jeden Fall. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das könnte, glaube ich, sogar schon der letzte der Fun-Levels gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. 92% von 71, die ich gebraucht hätte.